bin Johanna und ich bin hauptberuflich Yogalehrerin und Unternehmerin und genau, habe ein eigenes Yoga-Studio gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin. Zur FHM bin ich gekommen, weil ich eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen habe und dann hatte ich die Möglichkeit, berufs- und ausbildungsbegleitend noch bei der FHM zu studieren und habe die Möglichkeit ergriffen und das getan. Aus meinem Studium habe ich tatsächlich mehrere Dinge mitgenommen. Zum einen auf jeden Fall Disziplin und die Fähigkeit, mich gut selber zu strukturieren, denn das war bei so einem berufsbegleitenden Studium auf jeden Fall auch nötig. Aber auch die Inspiration, was Eigenes auf die Beine zu stellen und was Eigenes zu starten. Genau, das kann ich schon sagen. Und natürlich auch Managementkompetenzen. Studium hat mich auf die Selbstständigkeit vorbereitet, denn im Studium hatte ich das erste Mal überhaupt auch so den Raum, unternehmerisch zu denken und ja, habe auch viel Unterstützung von meinen dozierenden Personen erfahren, die gesagt haben, ey, wenn du es machst, dann kannst du dich gerne auch immer melden und das hat mir ein Stück weit auf jeden Fall auch den Mut dafür gegeben, den Schritt zu gehen. Also genau, das würde ich sagen, habe ich aus meinem Studium mitgenommen. Ich würde das Teilzeitstudium tatsächlich auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es einfach eine super Möglichkeit ist, in relativ kurzer Zeit einen Bachelor zu erwerben und auch Geld zu verdienen. Und wenn man kein Problem damit hat, auch am Wochenende zu studieren und halt 2 Jahre sich mal richtig reinzulegen in das Studium, dann ist es auf jeden Fall eine richtig coole Option.